Kommen Sie. Heute ist sehr windig. Oh! Ich sagte doch, es ist windig. Wo ist er hin? Da bist du. Hier bin ich. So, jetzt hast du alles schön brav hier hochgeschleppt. Ja, und schon mal vorbereitet. Ja, das sieht schon mal... Kann man sich schon mal ein bisschen vorstellen. Ja. Hier kann man dann laufen und arbeiten. Sehr gut. Das wird die Unterkonstruktion. So, jetzt haben wir alles zusammengeschnitten. Ne? Liegt hier schon bereit, wie man sehen kann. Das wird ein Beet, da vorne wird Beet und hier wird Beet. Und genau, wir machen mit den dünnen Balken eine Unterkonstruktion, beziehungsweise die kommen dann da hinten nach oben. Und dazwischen kommen dann überall fette Füße hin. Und das wollen wir dann alles verbinden mit Winkeln. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich weiß nicht, was am schlauesten ist, womit man anfängt, aber das kriegen wir hin. Let's go! Ja, wir haben es geschafft. Das Grundgerüst ist soweit erstmal fertig. Hier innen kommen dann Platten noch rein. Die haben wir schon da, die sind auch schon gestrichen. Die kriegen aber noch eine Lasur zusätzlich. Das kriegt auch noch alles nochmal noch eine zusätzliche Lasur. Ne? Wir haben es schon einmal geschliffen, gelasiert. Und das machen wir jetzt dann nochmal. Und genau, damit das alles schön in die Ritzen nochmal reinfließt, da kommt unser Erdbeerbeet hin. Und hier werden dann die großen Gemüseflächen dann sein. Hier noch eine Fläche und hier noch eine Fläche. Und dann kann man hier drin schön arbeiten. Außen kommt dann noch eine Wand hin. Und dann kommt der Kies rein und Erde rein. Und genau, wichtig, hier noch ein Loch in die Platte reinstellen. Und bohren, dann machen wir unten so einen Eimer hin, damit das so ein bisschen so zentral rauslaufen kann, das Wasser. Und nicht irgendwo nach da unten plätschert oder so. Dann wird das Gröbste einfangen. Genau, und dann hier schöne Erdbeeren, Hängeerdbeeren, kommt ja, da hin. Dann zwei Dinge. Zwei Reihen, genau. Kommt hier und da dann. Genau. Voll geil. Guck mal, hier kann man sogar noch so ein Hängedings da hinmachen. Stimmt, für was ist das eigentlich? Jawohl, sehr gut. Das hat aber nicht viel ausgemacht. Nee, da machst du lieber nichts dran. Was ist das? Ja, eigentlich für andere Pflanzen. Oder vielleicht so. Wenn hier mal eine Wäscheleine, das kann auch sein. Und zweites die gibt's ja gar nicht. Nicht ausgehalten. Das kannst du abschrauben. Kann man abschrauben, ja. Jawohl, ja. Also sieht schon, kann man sich schon vorstellen, wenn man sich jetzt ja auf die unteren Streben den Boden vorstellt und dann Erde rein, also Kies ja und Erde so. So, eine gute Höhe zum Arbeiten. Einfach gesagt. Schaufel mal. Fixieren die eine gute Höhe? Ja, schaufel mal. Ha! Ha! Ja, genau. Ja, na, schön. Ist auch echt stabil geworden. Schönes also Grundgerüst. Schönes Grundgerüst. Ja. Wenn wir noch USB-Platten reinmachen, dann kriegt das natürlich noch ein bisschen mehr Stabilität. Vielleicht so und so kann man vielleicht auch nochmal Schrauben reinmachen. Ja, und durch die Außenwände ja auch. Ja, genau. Da kommt ja einmal drumherum so eine Wand. Dann kriegt das natürlich nochmal enorm Stabilität. Geil! Aber jetzt ist es spät und dunkel, deswegen gehen wir jetzt rein und essen. Das heißt, tschüss. Erstmal.